Hallo und herzlich willkommen, schöne Seele. Ich grüße dich ganz herzlich zu diesem Video, in welchem ich dich inspirieren möchte, dich vermehrt auf kleine Rituale einzulassen. Ja, es war ja gerade ein Vollmond jetzt am 13. Oktober. Heute ist der 14., in dem ich dieses Video aufnehme. Und die Vollmonde, die eignen sich ganz besonders, um sogenannte Mutteressenzen herzustellen. Dazu kannst du mehr lesen in meinem Blog. Das werde ich dir unten in diesem Video verlinken. Das ist eine Essenz mit Kräutern und Alkohol, die ich zur Zeit des Vollmonds gemacht habe. Heute aber möchte ich mit dir ein kleines Feuerritual gestalten. Und zwar geht es hierbei darum, dass du dich so ein bisschen kreativ damit beschäftigst, was möchtest du gerne vielleicht verändern, was möchtest du loslassen und so weiter. Ich persönlich nutze Feuerrituale sehr gerne, um mit etwas Frieden zu schließen oder mir selbst in der Vergangenheit sozusagen eine liebende Botschaft zuzuschicken, wenn ich etwas durchgestanden habe oder vor etwas einer großen schwierigen Situation stehe, dann tue ich mich gerne darauf vorbereiten oder das nachbereiten. Ja, und dazu ist es ganz simpel. Du brauchst eine Kerze, Feuerzeug, diese da mal anmachen und bitte sorge für eine feuerfeste Unterlage. Ich habe die da in einem Glas. Dann ein feuerfestes Gefäß, zum Beispiel ebenfalls auf einer feuerfesten Unterlage. Es ist und bleibt Feuer, sind wir also auch achtsam damit. Und dann zum Beispiel Lorbeerblätter, die haben eine ähnliche Eigenschaft wie zum Beispiel Salbei, damit kann man gut Altes ausräuchern. Hier habe ich noch ein Stücklein Palo Santo, das ist ebenfalls ein ganz wunderbares, heilsames Räucherholz. Oder Zimt. Dann habe ich gerne ein bisschen Harz dabei und noch ein weiteres Kraut. Ich habe mir heute Nelken mitgebracht. Ja, das mache ich dann da zu einer kleinen Mixatur. Genau, und das halte ich mir bereit und habe mir natürlich schon zuvor auf dem Zettel das niedergeschrieben, was ich gerne loslassen möchte. Übrigens, Vollmonde, Neumonde, die 3 Tage zuvor und 3 Tage danach eignen sich ganz wunderbar, um solche Rituale zu machen. Also, wenn du dir niedergeschrieben hast, was du gerne transformieren möchtest, und da hilft es sehr, wenn du das erstmal im negativen Sinne aufschreibst, also eben das, was du wirklich transformieren willst, und dann zusätzlich das nochmal umformulierst, was du daraus lernen kannst, zum Beispiel. Oder eben einfach einen lieben Gruß und zum Beispiel, wenn es an eine vergangene Situation, also an ich, an dich geben, an etwas, das du erlebt hast, so hey, es kommt gut, ich wünsche dir viel Kraft, ich bin für dich da und so weiter. Also schreib dir das nieder und dann nimm dir deine Kerze zur Hand und zünde das an. Das Feuer darf diese wunderbaren Worte nun weiterschicken. Also achtsam bitte damit sein. Brauchen noch ein bisschen mehr. Ja, herrlich. Gib das in dein feuerfestes Gefäß und ich gebe dann zum Dank meine Räucherwaren rüber, sobald das ein bisschen niedergebrannt ist. Genau, das gibt dann so einen feinen Qualm. Vielleicht siehst du das hier im Video, weiß jetzt gar nicht. Ja, genau. Und dann nimm noch, wenn du hast, ein schönes Klanginstrument dazu. Eine Klangschale, eine Flöte, eine Trommel. Und gib dir einen Augenblick Zeit, das Ganze dann auch nochmal Revue passieren zu lassen. Das ist jetzt also die Schnellfassung gewesen. Bitte nimm dir zu Beginn einfach Zeit, ganz bewusst Zeit, was du niederschreiben möchtest. Versuche die einzelnen Schritte so bewusst wie nur möglich zu machen. Und oh, das riecht jetzt ganz so lecker hier. Und ja, nimm dir Zeit, dich auf solche Rituale vorzubereiten. Das heißt, mach alles schön zurecht. Schreib liebevoll nieder, was du gerne verändern möchtest. Schau bewusst in das Feuer, wenn es sich dann transformiert und spiel für dich irgendein Instrument oder einen Klang oder singe, bewege dich. Füge dann einfach noch etwas ganz Persönliches hinzu. Weißt du, Klang ist etwas oder auch singen, bewegen sind Dinge, die uns unglaublich helfen, über Dinge hinwegzukommen, Situationen zu verändern oder ganz präsent zu sein. So, das war jetzt ein wahnsinns schnell Durchlauf für ein Feuerritual. Aber ich wünsche dir, dass du damit eine gute Zeit verbringst
und das ein oder andere damit für dich leicht erlösen kannst. Herzliche Grüße an dich, eine gute Zeit und mein Name ist Adriana Meisser. Ich arbeite als Coach, Speakerin und Channel Medium und freue mich, wenn ich dir helfen kann, dich ein bisschen inspirierter selbst zu betrachten. Und wie gesagt, glaub nicht alles, was du denkst. Ich grüße dich herzlich. Mach's gut.